Moin Leute, Kelly hier und das ist mein erster Upload seit fast einem Monat. Ich glaube nicht, dass ich in meiner gesamten YouTube-Laufbahn jemals so eine lange Pause gemacht habe. Das hat dramatische Gründe. Ich habe einfach über die Jahre meine Persönlichkeit verloren. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin und musste mich wiederfinden. Das ist true, aber ich kann einfach nicht ernst bleiben, wenn ich das erzähle. Und das hat folgenden Grund. Ich will einfach über sowas nicht mehr reden auf diesem Kanal. Ich finde, im letzten Jahr habe ich genug rumgemäkelt, rumgemeckert und traurig in die Linse geblinzt. Mir geht's übel auf den Sack mittlerweile. Und deswegen habe ich mich entschlossen, die Dinge in die Hand zu nehmen und einen großen Fight auszurufen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der September der Kelly vs. YouTube Deutschland Monat ist. Aber was ist der Kelly vs. YouTube Deutschland Monat? Ich trete den ganzen September, startend heute, denn heute ist der 1. September, jeden Tag von Montag bis Freitag in einer atemberaubenden Challenge gegen YouTube Deutschland an. Das heißt, Leute, viele Kollaborationen. Es werden viele YouTuber zu Gast sein auf diesem Kanal. Einige, mit denen ich schon mal was zusammen gemacht habe. Einige, von denen ihr es gar nicht erwartet. Deswegen abonniere jetzt schon mal diesen Kanal, falls du es noch nicht getan hast, denn ich schwöre dir, du willst keins dieser Videos verpassen. Wie gesagt, den ganzen September lang, Montag bis Freitag, einige von diesen Videos werden direkte Challenges und Battles sein, wo ich gegen einen anderen YouTuber antrete oder selbst versuche, eine bestimmte Challenge zu bewältigen. Da wird es dann eindeutig sein, habe ich gewonnen oder hat YouTube Deutschland gewonnen. Und weil YouTube Deutschland nicht nur YouTuber sind, sondern auch ihr als Team Kelly, die in diesem Fall nicht Team Kelly sind, weil sie gegen mich spielen, also ihr spielt gegen mich, also Team Kelly. Denn in einigen Fällen werdet ihr entscheiden, wer gewonnen hat, in Form von einer Umfrage hier oben, die ihr aufklappen und in der ihr abstimmen könnt. Ich bitte euch auch, dies zu tun. Ich glaube, es wird sich lohnen, denn es gibt keine Challenge ohne Verlierer und Gewinner. Falls ich diesen Monat Kelly vs. YouTube gewinnen sollte, gibt es einen Song. Aber nicht nur irgendeinen, sondern einen Song, auf den so viele von euch schon so lange warten. Mit fettem Musikvideo und der Song wird fertig gemacht. Und das ist dann am Ende quasi der Abschluss und die Celebration für den Gewinn. Es sind auch noch einige Extras geplant. Denn Merch, wie einige von euch wissen, gibt's hier nicht. Noch nicht zumindest. Sollte ich jedoch verlieren, muss es im Gegenzug auch eine Strafe geben. Folgendes, ich kann mich selber nicht bestrafen. Ich würde mir selber die lowste Strafe aussuchen, die es gibt. Deswegen bitte ich euch, jetzt in die Kommentare runter zu scrollen und entweder einen Bestrafungsvorschlag dazulassen oder einen zu liken, der euch gefällt. Ich bitte euch, seid bitte trotz allem nicht zu hart zu mir. Das soll schon noch entertaining sein. Auch für mich, okay. Ich habe ein bisschen Schiss, das muss ich nicht verleugnen. Auf jeden Fall kommentiert oder liked und aus den meistgelikten Kommentaren werde ich mir dann eine passende und für mich umsetzbare Bestrafung heraussuchen. Dazu kommt dann auch nochmal ein Ankündigungsvideo, was es denn jetzt geworden ist, irgendwo in der Mitte, vielleicht am Wochenende. Vielleicht sage ich auch mal direkt dazu, es wird nicht bei Montag bis Freitag bleiben. Ich bin nämlich im September auch noch auf Reisen. Da werden am Wochenende dann Reisevlogs erscheinen, auf die ich mich auch mega freue. Das wird ein so geiler Monat für mich und ich hoffe auch für euch alle, obwohl es, glaube ich, der anstrengendste Monat meines Lebens wird. Aber ich freue mich mega drauf und wenn ihr euch auch freut, würde ich mich freuen. Freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und abonniert, um immer schön mit abstimmen zu können, ob ich denn jetzt gewinne am Ende dieses Monats September oder verliere. Ich hoffe, ich habe alles relativ deutlich erklärt. Falls nicht und ihr noch Fragen habt, geht auch runter in die Kommentare. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten und auf eure Wünsche oder Verlangen einzugehen. Keine sexuellen Verlangen, aber alles, was übers Internet möglich für mich ist. Und dann sehen wir uns direkt am Montag, den 4. September. Da startet nämlich die erste Herausforderung gegen den ersten YouTuber. Ich hoffe, sie erscheinen alle zahlreich am Montag. Und bis dahin, ciao, ein sehr aufgeregtes Ciao.